Lukas Podolski wird schon ein mulmiges Gefühl in der Magengrube haben. Da hat er auch kein Hehl draus gemacht, gar nicht erst abgestritten, dass das für ihn ein Spiel wie jedes andere sei. Auf geht's, die Bayern in Rot und Weiß. Novakovic, auf den muss Hensing heute mit Sicherheit aufpassen. Und da ist Podolski. Erster Schuss in Richtung Kölner Tor. Oh doch. Ja. Ah, der kommt gut. Und wie gut. Miroslav Klose, 1:0. Aber es gibt den Treffer nicht. Die Fahne war oben. Da kann ich keine Abseitsstellung von Miroslav Klose erkennen. Faires Tackling von Van Bommel. Vucicevic in den Lauf von Eretz. Karneval in München. Der erste FC Köln führt 1:0 in der 22. Minute durch Fabrice Eretz. Wieder Eretz, Pretschko nicht im Abseits, Pretschko Rensing. Ja, was ist denn da los? Ja, Petit mit gutem Einsatz vor Sir Roberto Brosinski. Der macht ein richtig gutes Spiel bis jetzt, der 20-Jährige. Das ist Nemanja Vucicevic vorbei an Lahn. Und das ist das 2:0 für den ersten FC Köln. Und das gibt's doch gar nicht. Der Newcomer trifft bei seinem Bundesliga-Debüt für den FC Daniel Brosinski. Und die Chance für Novakovic. Riesenchance. Und jetzt pfeift er ab. Und der erste FC Köln führt zur Überraschung vieler in München zur Pause mit 2:0. Dann kommt Ribéry. Und das ist von Bommel. Und das ist Mondragon. Schöner Doppelpass. Odo Altintop, der Italiener. Und Mondragon. Und der war schwierig zu halten. Der Kopfball von Miroslav Klose. Top. Und das ist der Abschlusstreffer. Daniel van Beuten in der 84. Minute. Der Druck der Bayern enorm hoch und weit und vor allen Dingen raus. Das ist das Kölner Motto. Der FC siegt 2:1 bei den Bayern. Und jetzt werden sie in Köln den Rosenmontag um 2 Tage vorverlegen.